Rudolfsheim G's. Ich kenne Sebastian noch aus Schulzeiten. Neulich habe ich ihn auf dem Lidl-Parkplatz getroffen. Als wir über seine Karriere gesprochen haben, musste er plötzlich weinen. Als ich ihn zum Trösten in den Arm nehme, fasst er mir völlig aufgegeilt in den Schritt. Hallo Sebastian, geht's noch? Das ist echt actually eine true story. Ich kann mich erinnern auf dem Lidl-Parkplatz. Aber das, ich wollte nicht in seinen Schritt greifen, sondern ich wollte nur zum Schlauch zwischen seinen Beinen befand, greifen, um daran den Schlauch in den Mund zu nehmen. Und nicht, mehr wollte ich ja gar nicht. Mirko Pauke, so einen großen Wichsmuskel an beiden Armen wie beim Moneyboy habe ich noch nie gesehen. What the fuck? Habe ich echt so ausgeprägten Trizeps? Der Boy wichst gar nicht viel. Also das letzte Mal, da war ich 12, wo ich Hand angelegt habe bei mir selber. Heute helfe ich höchstens beim Wichsen. Also, ich meine jetzt oder so, aber ansonsten. Hatte eine Karriere als Akademiker, hat sie aber eingetauscht als Witzfigur im deutschsprachigen Hip-Hop und jetzt ist er offensichtlich drogenabhängig und in maximal 2 Jahren am Arsch. Damn. Damn. Stimmt das?